Im Kampf mit kurdischen Streitkräften haben irakische Streitkräfte eine Öl- und Gasgesellschaft und Industriegelände südlich der von Kurden kontrollierten Stadt Kirkuk besetzt, sagte ein Sprecher der kurdischen Streitkräfte. Der Vormarsch irakischer Truppen trieb tausende Menschen in die Flucht in Richtung der Städte Erbil und Sulaymaniyya in der autonomen Kurdenregion. Ich weiß nicht, was genau los ist, so ein Kommandant der kurdischen Peschmerga. Wir kämpfen seit 4 Uhr morgens rund um Taza, es gibt Gefallene, auch Märtyrer, und jetzt haben wir uns auf diese Position zurückgezogen. Andere kurdische Kräfte sind abgezogen, wir halten die Stellung. Hunderte Peschmerga-Kämpfer und bewaffnete kurdische Bewohner bezogen in Kirkuk Verteidigungspositionen. Laut irakischem Staatsfernsehen hatten irakische Truppen am Morgen große Teile Kirkuks ohne Gefechte mit den Peschmerga-Truppen erobert. Das sind Iraner und keine irakischen Soldaten, die da kommen, um unsere Stadt zu besetzen, so ein kurdischer Bewohner Kirkuks. Wir betrachten sie als Terroristen und können sie nicht hereinlassen. Wir werden sie bekämpfen. Sie sind keine Iraker. Sie sprechen kein Arabisch. Sie sprechen Persisch. Sie wollen uns töten und die Kurden vernichten, wie sie es mit den Sunniten getan haben. Während der Irak-Krise 2014 hatte sich die irakische Armee im Zug des Vormarsches der Terrormiliz IS aus Kirkuk zurückgezogen. Kurden rückten nach. Jetzt reagierten die Ölpreise. +1,7% für Brent Nordseeöl.